zweiten Folge. Minecraft, Brocraft, heute am Anfang ohne Abi, weil ich ein bisschen unter Zeitdruck stehe. Ich habe nämlich in einer halben Stunde Training und ich muss noch aufnehmen und Abi wird aber dazukommen, also müsst ihr mich nicht ganz alleine ertragen und ich habe gerade mein Mikrofon runtergeklappt, weil ich das nicht gemacht habe. Und heute steht eine große Bauräumaktion von unserer kleinen Insel hier, weil ich finde das zu hässlich und deswegen wird das Ganze jetzt einmal schön gemacht. So. Betten abbauen. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Power Farming gemacht, damit wir uns den kaufen können. Und den können wir dann anbauen auf ein Stückchen Erde. Und ich habe, ja, wir waren ja neulich im Nether und da habe ich einen ganzen Bogen bekommen von einem Skelett. In der Hoffnung, es hat nicht funktioniert. So, nachdem ich nachdem der Server irgendwie abgeschmiert ist, ist der Baum gewachsen und jetzt müssen wir hoffen, dass wir da Sachen rausbekommen. Weil ich hätte gerne Akazienholz. Und hier könnte ich eigentlich mal abernten. Das Feld ist noch im Wachsen. Und irgendwie habe ich mich auf einen Schlag nur auf Karotten anbauen. Schön synchron. Fokussiert. Und ja, ich hoffe, Abi kommt noch. Ich habe nämlich nicht mehr so viel Zeit. Und wenn er nicht kommt, dann kommt er nicht. Dann habt ihr eine Folge, wo nur ich drin bin. Und ich habe es irgendwann mal gesagt, in irgendeiner Folge von irgendwas, dass ich es hasse, allein aufzunehmen. Da bleibe ich auch bei. So. Ich kann auch, doch. Warum habe ich das nicht gleich so gemacht? Okay, gut. Haben wir noch einen zweiten Wassereimer da? Wenn nein, muss ich einen machen. Okay, wir haben noch nicht mal die Materialien dafür da. Oder? Ich glaube... Nein, sieht nicht so aus. Traurig. Dann werde ich wohl mein Leben riskieren müssen. Und dahin gehen, wo wir schon etwa 10, 20 Mal gestorben sind. Ja, da ist irgendwas gespawnt. Perfekt. Reicht mir. Ich kann mir auch hier aus meiner geilen Kiste jetzt mal wieder einen Dierharnisch bauen. Da musst du nicht gar mit dem Ding rumlaufen. Tada! Und so schnell hat man sich einen. In nur 6 Wochen hat man sich einen Setzling von einem Holz. Und wir gucken mal eben, dass der wächst. Gut, der Baum ist gewachsen. Und das sieht, finde ich, cool aus, wie der hier so steht. Und davon brauchen wir jetzt das Holz, um daraus Slabs zu craften, um das Ding zu bauen. Okay, so ein paar Minütchen habe ich noch, das heißt, da werde ich euch noch ein bisschen unterhalten und einfach nur mal durchreden und mal gucken, ob ich schaffe, so 2, 2,5 Minuten einfach am Stück zu reden, was mir relativ schwer fällt, weswegen ich unnötige Scheiße laber. Ich werde gerade wieder sagen. Ich hab's versagt. Ich hab's nicht geschafft durchzureden. Ich hab Pause gemacht. Und jetzt fühle ich mich schlecht und ja, da überlege ich mir dann irgendeine Bestrafung für Abi für die nächste Brocraft-Folge, weil er nicht dabei war und weil ich deswegen meine Aufgabe als Dauerredner, als meine
als Dauerredner versagt habe. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Okay. Ja. Meine Mutter hat Germanistik studiert. Und ich kann kein Deutsch sprechen. Stark. Warte. Ah, ich habe gerade gedacht, hier wäre da, also da wäre noch ein Haftstück gekommen. Alles rein. Kein Bock, die aufzufüllen. Und wir gehen jetzt eben ganz schnell, geschmeidig da vorne ein Tier holen. Und dann noch ein Tier von der gleichen Art. Und welches Tier? Das seht ihr gleich. Perfekt. Und jetzt. Ich habe noch nie eine Kuh von unten gesehen in Minecraft. Es sieht halt wirklich übel strange aus. Okay, ob wir die Kuh und den Villager dann nochmal raus befreien können, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge Brocraft ohne Abi gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Und wenn nicht, dann nicht. Ape Crime Reim. Bye.